Genau in die Richtung ist Süden. Und was wir damit anfangen, das zeige ich euch heute. Wir brauchen dazu ein paar Sachen, die findet ihr alle in eurem Haushalt. Ein Stift, ob das jetzt ein Bleistift oder ein Filzstift ist, das spielt keine Rolle. Ein Lineal. Es sollte schon auch so ein Geodreieck sein, wo man die Winkel ablesen kann. Und da unten das Lineal. Ein Klebstoff. Eine Schere. Wer das Glück hat, der kann solche Spießchen da nehmen. Wir brauchen eh nur einen einzigen davon. Es gehen aber auch Strohhalme oder die Minen von irgendwelchen Kugelschreiber. Es sollte halt nicht viel dicker sein. Und dann braucht man noch einen Schreibblock. Aber eben nicht den ganzen, sondern wir brauchen den Hinterteil. Den da, den Karton. Also, legen wir los. Wir nehmen also vom Block nur den hinteren Karton. Die restlichen Platteln, die würde ich empfehlen, wenn sie so wie bei mir da kariert sind, nehmt es für die Matheübungen. Zahlt sich aus. Ja, und da zeichnen wir uns jetzt ein, was wir für das heutige Werkstück brauchen. Wir bauen also eine Sonnenuhr. Als erstes möchte ich da eine parallele Linie zu der Kante ziehen, im Abstand von 2 cm. Das geht ganz fein mit diesen parallelen Linien da drinnen. Brauche ich nur schauen, da steht 20. Das lege ich da auf die Kante. So. Und dann mache ich da mal eine lange Linie. So. Als nächstes nehme ich mir da haben wir die 0, gell? Dann nehme ich die 5 cm und tue sie genau zur Kante her. Gell? Da ist jetzt genau der 5er auf der Kante von dem Karton. Und dann machen wir die erste Markierung genau bei 5 cm. Ich schreibe dann die Zahlen gleich auf, weil die nächste Zahl, die wir jetzt brauchen, die ist ungefähr genau 46,6 mm. Boah, wie mache ich denn das jetzt? Also da habe ich 4 cm, 40 mm, dann habe ich da 45 mm, noch ein zweiter ist 66, ja, jetzt mache ich fast 67. Okay, also man soll das nicht übertreiben, das passt schon so dann. Und jetzt muss ich das Lineal da verschieben, am besten mache ich das gleich mit der 0, dass die 0 jetzt bei der neuesten Markierung da ist. Und die letzte Markierung mache ich ungefähr genau bei 68,3 mm. Also 68 mm sind 6,8 cm. 6 cm. Super. Habe ich mein Handy wieder nicht auf lautlos geschalten. 65, 66, 67, 68. Und naja, eine Stiftstärke daneben. Ja, ich schreibe das jetzt nochmal da in Millimeter da daneben. Das sind 50 mm. Das sind 46,6 mm, ungefähr 47, gell, nicht genau. Und das letzte sind 68,3, also ungefähr 68 und ein bisschen was. Sind wir sauber? Schreiben wir die Einheit dazu. Millimeter. Und zu guter Letzt machen wir da hinten noch in etwa 1 cm von der letzten Markierung. Das war's. Jetzt nutze ich mir da beim Dreieck die Linie aus, die da genau im rechten Winkel steht, und mache bei jeder Markierung einen senkrechten Strich und schaue halt, dass ich nicht den Tisch anmale. Fast gewonnen. Da zeichne ich mir nur ein, so leicht schräg. Das war's fürs Erste. Beim anderen Teil habe ich das mit dem Küchenmesser gemacht. Jetzt nehme ich da mein Taschenmesser, nehme da die Nagelfeile,
Und das Teil da, mit dem man so unter die Nägel reinfahren kann, das nehme ich jetzt einfach da her und tue diese Linien da anritzen. So. Da einmal. Da einmal. Und da einmal. Auch das hätten wir erledigt. Nächster Schritt, ich schneide mir das aus. So, jetzt habe ich das da ausgeschnitten. Bin fast fertig, weil diese kleinen Eckerlein da, die schneide ich mir dann noch weg. Das da vorne, wenn ich genau einen Zentimeter haben will, aber das ist nicht so tragisch. Die Maße Hauptzolle. Dann sehen wir nämlich gleich, da wo wir es vorher eingeritzt haben, das kann man jetzt wunderbar umbiegen. Und da. Ja, und jetzt kleben wir das da an. Dazu haben wir den Kleber. Da streichen wir das da dick und fest ein. Geht natürlich auch ein flüssiger Kleber. Das ist nicht so tragisch. Hauptsache es biegt. Ja. Ja, man sieht schon, was wir da gemacht haben, ja? Jeder, der ein bisschen auch noch im Unterricht aufgepasst hat, erkennt sofort, das ist quasi ein in die Hand nehmbarer Pythagoras. Weil wir haben da ein rechtwinkliges Dreieck. Da ist der rechte Winkel. Da haben wir die Hypotenuse. Da ist eine Kathete und da ist die andere Kathete. Und das können wir doch tatsächlich hinstellen. Also, hinstellen. Das sieht man jetzt von da oben nicht, gell? Das steht dann da so. Ja. Bin zufrieden. Das lassen wir jetzt schlicht und einfach einmal trocknen. Und das restliche Blattl da, da zeichnen wir jetzt die Sonne nur drauf. Das machen wir so. Wir haben ja da schon angefangen. Genau bei 5 cm war die erste Markierung, die sehen wir da noch. Und jetzt habe ich das Lineal schon fast richtig hingelegt. Da ist der Nuller. Genau an der Kante, 5 cm. Dann machen wir nochmal 5 cm, dass wir insgesamt 10 cm haben. Und auch auf der anderen Kante markiere ich mir jetzt 5 und 10. Ja, spricht dir nichts dagegen, da jetzt hereinzufahren, bei 10 die Markierung zu machen. Und wenn wir sauber gearbeitet haben und wir tun jetzt da den rechten Winkel anlegen, durch die 10 cm Markierung, dann kommen wir genau dort oben in die Ecken. Wieder gewonnen. Ja, wir werden schon noch weiter gewinnen. Da die beiden Diagonalen, die zeichnen wir mal ein. Ja, Pauli. Na, das ist ja super.
So kann ich das jetzt nicht erklären. Ja, du erklärst es. Auch fein.